Auch dieses Mal fahren wir wieder mit Jürgen auf die Trauminsel Boipebe. Von der Villa Cactus starten wir am frühen Morgen mit dem Auto und fahren zur Autofähre nach Salvador. Wir überqueren die Allerheiligenbucht und nach anderthalb Stunden erreichen wir die Halbinsel Ilha de Itaparica. Die weitere Fahrt geht dann aufs Festland über Nazaire nach Careiro. Hier warten wir auf das Schnellboot, welches uns in circa einer Stunde nach Boipebe bringt. So, nach einer Stunde erreichen wir jetzt den Hafen gegenüber von Salvador über die Bucht. Wie heißt die? Itaparica. Sehr gut. Alle Heiligen. Reiseführer muss es ja klappen. Ne? Naja, das jetzt so klappt hier, ja, das habe ich nicht mit dem Geld gesagt. 10 Uhr kommen wir mit. Ja, ja, okay. Unser Boot schon mal da, mit dem fahren wir dann nach Boipebe. Jetzt sind wir auf dem Boot nach Boipebe, ne? Elfi? Ja? Ohne Mütze sehe ich dich besser. Ohne Mütze? Genau. Ohne Mütze und mit Maske. Thank you.
Spitze. Die Spitze. Hä? Die Spitze. Licht abgeben. Ja. Ja. Also wir sind jetzt bei Beber hier angekommen, machen heute einen Tagesausflug mit einer Lancia, also einem Schnellboot, einmal um die Insel bei Beber. Es ist jetzt ungefähr 10 Uhr, wir werden heute Abend so gegen 5 und 6 Uhr wieder hier im Hafen von Boy Beber sein. Das ist das Programm für heute. Viel Spaß, Jürgen! Jo, ciao, ciao! Mach dir eben die Sonne bei! Hi! Hi, hi! Wo kommst du denn her? Because they come after, yeah. You see? They all think this is food, so they come. You speak English? Yes, yes. Oh, very good. Where are you from, Deutschland? You're from Deutschland? Yeah. You have been there? Very, very great. Also. And the Viadeiros. You have been there? Chapada dos Viadeiros? Yes. Hello! He was also in São Felipe. He's under... They from Salvador. Ah! Hey! Oh! Peek, peek! She loved me! Elvin! Die Klappe ihn an! Hey! Gib mir mal jetzt die Kamera! Hast du? Ja! Hey, die piekt mich an! Ist sie nicht süß? Was ist überhaupt los hier? Alles leer. Sind wir die Ersten? Die fahren alle noch da bei den. Ja, ja. Hast du alles zum Tropfen vorwählen? Ja. Oh, guck mal, die Mangroven stehen jetzt raus. Aus dem Wasser. Nee, es ist jetzt viel Farbenfroh, ne? Ein schöner Gewand. Ja. Tá. Pro Tocha? Sim, sim, sim. É irmã da Carambola. Ah, ele já. Ele é mal. Carambola. Ah, ela combina mais com vodka. Und außerdem sind Blümchen. Und dann sind die zwei liegen dort. Ich hätte die Hose ausziehen müssen. Ich möchte tun. Muita Dose. Sollen wir es abnehmen oder was? Ja, ich meine, dass du so annimmst. Oh, oh ja. Jetzt ist es spät. Er macht ja noch einen.
Stadt Calvarinha. Verbrennen, nicht verbrennen. Hey, wartet ihr auf den Bus oder was? Der Bus kommt heute nicht mehr. Wo ist der Bus? Ja, das ist schon der Kaffee, du. Aber wer ist denn die? Was du für ein Lappen hast? Das ist meine Arbeiterkappe. Abgefuckte Lappen. Ich hab einen schönen Kaffee. Eine neue Kaffee. Die haben schon gelöst, die Schachtelpiste. Das scheiße, jetzt gibt es hier leider nicht. So, wo fahren wir jetzt hin? Jetzt fahren wir erstmal Mittagessen. Wir fahren erstmal auf diese Insel in Madrid. Die Sandbank? Ja, die Sandbank. Okay. Das ist sowas Geiles, dass man auf der Insel im Meer ist. Ja. Ich finde das mittendrin. Haben wir schon mal erlebt, ne? Waren wir schon immer, ja. Ja. Und dann waren wir noch einmal dort, wo die Fische züchten. Das steht mitten in der Kopfhörer. Ja, ganz am Schluss. Ganz am Schluss. Da sind wir gestern vorbeigefahren. Ja, Mann. Da sind wir gestern vorbeigefahren. Ja, genau. Paradies, bye bye. Wo willst du denn hin? Deine Insel. Schau mal her, wie wir heute Mittag wieder leben, ne? Was hast du bestellt? Das ist Insopada, Mistura, Camarão, Compassion. Okay, und was haben wir, Elvi? Langusto. Langusto, Mokega di Langusto. Nein, nicht Mokega, es ist ein Dingsbus. Es ist ein Dingsbus. Mokega, ja. Langusta Insopada. Insopada. Genau, Insopada. Sagst du. Mahlzeit. Insopada. Langusta. Das ist immer lieb. Heute geht's uns wieder gut, hä? Was ist mein Papa? Thank you.
Wildervögel. Markus, ist er dunkel? Ja, schön. Jürgen! Jürgen, wo sind wir denn hier? Sind wir hier am Kindergeburtstag oder wo? Zum Wohl! Euch geht's gut, gell? So, heute ist der Tag, wo wir wieder zurückfahren nach Salvador zum Jürgen. Und hier sehen wir uns nochmal das schicke Hotelchen an, wo wir 2 Nächte übernachtet haben. Está fresquinho. É a cavala. Bom dia.